Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Cincelin. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Abgeordnete! Zehntausende Frauen werden in Österreich jedes Jahr ungeplant schwanger, und ich bin eine von ihnen. Ich war 21 Jahre alt, war sehr kurz erst in einer Beziehung, hatte keine fertige Ausbildung, große Pläne, und zack, das war natürlich ein Schock. Aber Panik ist niemals ein guter Ratgeber, in so einer lebensentscheidenden Situation schon gar nicht. Ich hatte das Glück, einen Partner zu haben, eine Familie, die mich begleitet haben, darüber nachzudenken, ein bisschen zu reflektieren, abzuwägen. Aber Zehntausende Frauen da draußen sind völlig auf sich allein gestellt. In so einer Situation hat die Politik da zu sein, die Gesellschaft da zu sein. Wir wissen, jedes zweite oder jedes dritte oder gar jedes zweite Kind in Österreich kommt nicht auf die Welt. Und ich finde, es ist kein Ausdruck einer liberalen Haltung. Für mich ist es einfach ideologische Blindheit, wenn wir dort nicht hinschauen, wo wir wissen, dass wir ein Thema haben. In meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur diese Forderungen der beiden Bürgerinitiativen unterstützen, verändern, Fakten helfen, die Beratung, eine kurze Bedenkzeit nach dem Schock und eine Motivforschung, damit wir in Zukunft hier helfen können. Unser Sohn Moritz ist jetzt 18,5 Jahre alt und steht kurz vor seiner Matura. Er hat noch zwei weitere Geschwisterkinder bekommen, und mein Mann und ich haben dann später studiert und uns eine Karriere aufgebaut. Nicht trotz unserer Kinder, sondern genau deswegen. Moritz war für uns die Basis, dass wir unseren Weg so gegangen sind. Und ich habe ihn gebeten um sein Einverständnis, dass ich heute diese Geschichte von uns als Familie, seine persönliche Geschichte, erzählen darf. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Mama, wenn es nur einer einzigen Frau hilft in Österreich oder wenn nur ein einziges Kind dadurch mehr auf die Welt kommt, dann ist es das tausendmal wert. Moritz, ich bin stolz auf dich. Carmen Jeidler-Cincelin von der ÖVP mit einer sehr persönlichen Lebensgeschichte.